Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon. Willkommen zurück bei Battle Chef Brigade. Wir sind hier immer noch. Wir sind hier am Dingsen. Und ich überlege mir gerade, wie wir das am besten jetzt mit diesen Kochutensilien machen. Wir haben halt viel zu wenig Platz für diese ganzen Sachen, ne? Aber diesen Topf würde ich echt schon gerne mitnehmen. Also diesen Schongarer. Weil der uns halt viele Sachen ermöglicht. Ich weiß nicht, wie gut er jetzt tatsächlich ist, aber ich will ihn einfach mal testen. Das Schneidebrett ist natürlich auch so eine Sache. Kann durchaus sehr vorteilhaft sein, weil wir dann gegebenenfalls halt Sachen rausschneiden können, die wir nicht brauchen. Und dadurch wieder den Geschmack mehr auf das kriegen, was der Juryrichter da will. Allerdings sind wir dann auf jeden Fall dazu gezwungen, auch wieder den normalen Topf zu nehmen. Statt 2 wieder auf 3 anpassen gehen. Das sind momentan die Gedanken, mit denen ich mich quäle. Außerdem könnten wir dann giftige Zutaten benutzen und das Gift wegschneiden. Ich will das eigentlich machen. Wir testen das. Würdest du mir womöglich die Ehre mit einem Duell erweisen? Ach komm, du hast wohl keine Angst vor mir, oder? Du hast doch wohl keine Angst vor mir. Mir steht nicht der Sinn, danach meine Zeit zu verschwenden. Wie soll die nächste Generation je besser werden, wenn du nichts tust, als dir den Hintern wund zu sitzen, Pfeife zu rauchen und mit Beleidigungen um dich zu werfen? Du hast es nicht anders gewollt. Einen schlafenden Drachen lässt man besser in Frieden. Nun, ich hörte, dir fehlt nur noch ein Sieg und mir auch. Wie wär's damit? Wenn du gewinnst, tue ich so, als gäbe es dich gar nicht und du kannst weiter mürrisch in der Gasse hocken. Aber wenn ich gewinne, wirst du netter zu den anderen Leuten sein. Zu feilschen ist wohl nicht dein Ding, was? Ich willige ein. Wenn du mich dann in Ruhe lässt, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja, in der Tat. Ich hoffe auch, dass das nicht nach hinten losgeht. Oh, wir müssten... So wie eigentlich mehr aus der Hauptzutat des Duells. Damit wir das kriegen, müssten wir halt auch noch austauschen. Verstehe. Na... Ups, habe ich es jetzt abgebrochen? Weiter. Fein. Es sind schwierige Entscheidungen, die man da treffen muss. Ich hoffe, dass da irgendwann eine zweite Reihe dazukommt, wo man dann mehr Sachen mitnehmen kann oder so. Das wäre cool. Weil da ist so viel Platz darunter. Allerdings könnte es auch so ein Ding sein, weil man das, glaube ich, auch im Multiplayer spielen kann oder so. Einmal mehr heiße ich euch bei der erfrischendsten zur Schaustellung kulinarischer Vortrefflichkeiten in ganz Victusia willkommen. Gestern haben wir mit Teilnehmern getrauert, die ihren zweiten Verlust erlitten hatten, und jene angefeuert, die die peniblen Gaumen unserer Juroren überwältigt haben. Der eiserne Magen scheint genauso unaufhaltbar zu sein wie die tosenden Wellen des Zylischen Meers. Unser nächster Teilnehmer hat uns keinen Titel gegeben. Die Begründung war, ich brauche keinen schicken Titel, um großartiges Essen zu kochen. Darf ich vorstellen, Caesar! Caesar! Heute wollen diese Köche zwei der schärfsten Intellekte unseres Zeitalters zufriedenstellen. Als erstes stelle ich voller Stolz Meister Maradain vor. Das ist die Wassertussi. Rühren, Vorsitzender. Du bist schließlich keiner meiner Schüler mehr. Meine Aufmerksamkeit gilt ausschließlich der Technik dieser Köche. Achte darauf, das heutige Gericht nicht mit dominanten Aromen zu übersättigen. Das wird die betörende Frische des Wassers nur übertünchen. Die nächste Jurorin ist die berühmte Großmatriarchin Haskell. Mit jeder neuen Herausforderung enthüllen diese Köche mit ihrer Kreation mehr von sich selbst. Ich freue mich schon, heute mehr herauszufinden.
Die Beschaffung von Zutaten ist eine essentielle Fertigkeit. Und so bitte ich dich heute, in den Himmelsladen nach Erde zu suchen, um ein bodenständiges Gericht zu kreieren. Diese Delikatessen des Himmelslandes war früher so selten, dass sie nur von Mitgliedern des Königshauses gegessen wurde. Selbst heute erfordert ihre Ernte einen blitzschnellen Koch mit scharfen Augen. Windfrucht! Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wo gibt's die? Die Brigade lebe hoch! Windfruchtduell. Go for it! Okay, da sind die Viecher. Das ist nicht die Windfrucht. Das ist was anderes. Nachschi heißen die hier. Die sind zwar auch sehr, sehr gut. Was haben wir diesmal hier drin? Scharfe Soße. Und sowas. Sehr gut. Wo gibt's eine Windfrucht? Das da unten ist es auch nicht. Das sind Eisbergrüben. Weiter nach oben. Nerv nicht. Das da ist eine Windfrucht. Okay, abheben. Alter, die Dinger halten mich auf. Okay, wir brauchen noch Windfrüchte. Noch mehr davon. Die waren auch... die hatten viel Feuer, das ist nicht so gut. Alter. Nervt ihr mich. Ist ja der Shit. Nein, geh nach oben. Gott sei Dank. Aber hier ist so viel Gegenwind. Mach auf. Ja, danke. Aber wir haben zwei Windfrüchte. Bist du? Okay. Und dich nehme ich auch mit. Zack. Okay. Dann können wir doch schon mal ein bisschen arbeiten. Wir, für die Erdtussi machen wir es hier drin. Der arbeitet da oben. Oh Gott, das ist aber mega langsam. Das wäre vielleicht nicht die smarte Idee gewesen. Vielleicht machen wir den Ofen eher am Ende. So, Windfrucht, rein damit. Wir wollen natürlich, dass Erde dominiert. Dann nehmen wir auch so Eisbergrüben rein. Hier, mach mal, misch mal. Hier sollen sich auch mal mischen. Okay, der Rest kommt hier jetzt erstmal rein. So, und wir fangen mit Nummer 2 an, die Wassertussi. Wassertussi, Wassertussi. Wo ist die? Ach, hier ist die Windfrucht, scheiße. Wir machen aus der Windfrucht mit Hilfe der Soße. Energies. Where did I put that blasted spatula? Do you need help looking for it? I'm happy to come over and... Stay where you are. Or I could just stay here. Okay. Oh. Dann nehmen wir das noch hier hin. Ich will hacken. Die Sachen, die wir nicht brauchen. Oh, das ist aber nicht so. Das wertet mein Gericht auch ziemlich stark ab, ne? Fuck, fuck, fuck. Ich habe auch kaum noch Zeit. Was macht der hier? Warum arbeitet der nicht?
Scheiße, ich hätte es noch anmachen müssen. So ein Fuck. Okay, mehr Zutaten. Was macht ihr? Erde, sehr gut. Dann ein bisschen von allem. Ich brauche einfach nur Zutaten in erster Linie. Mir scheißegal, was ich da koche. Die hier waren echt gut für Wasser. Ich habe das Gefühl, ich bin echt nicht gut unterwegs gerade. Das hier ist Gericht 1, fertig aus. Hier, für dich. Viel Spaß damit. So, was können wir hier noch machen? Das hier ist eigentlich auf jeden Fall besser gelungen als das andere. Aber die wollte hauptsächlich Erde. Scheiße, ich habe hier nicht mehr so viel Erde drin. Shit, ich brauche hier Erde der höchsten Stufe. Nicht. Abstellen. Schneiden. Auch. Anders ging es jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das ausreichen wird. Vermutlich nicht. Work, ich habe zwar dasselbe quasi gemacht. Danke für all eure harte Arbeit, Köche. Dann wollen wir mal sehen, was die Jury über eure Bemühungen zu sagen hat. Frikadellen aus dem... Ja, der hat die Frucht drin. Und er hat ihren Geschmack getroffen. Mit dieser Qualität machst du einen guten Anfang, aber ich erwarte Besseres, wenn das Turnier weitergeht. Aber nur 104! A delicacy. Wunderbar erfrischend. Das Wasser ist das richtige Mittel gegen die heutige Sommerhitze. Ein herrliches Exemplar kulinarischen Könns. Sehr gut, sehr gut. My congratulations. Da hat das nicht die richtige Zutat drin. Erde ist der perfekte Stabilisator und genau das demonstriert dein Gericht aufs Vortrefflichste. Für ein Gericht dieser Qualität muss man sich nicht schämen. Ich rechne dir deine Mühen hoch an. Oh, quite delicious. In deinem Gericht fehlt es der Erde an Dominanz. Es erfordert eher Erdeperlen, um das richtige Aroma zu erzielen. Es dreht sich halt nicht nur um die Qualität, sondern auch über die Anzahl. Und wir haben hier 4, 6 gegen 4. Shit. Auch wenn ich es mag, ist es nicht genug nuanciert für mich, um es zu lieben. Reicht aber. Sieht aus, als könnte keine Gusspfanne der Macht des eisernen Magens widerstehen. Mina Hahn siegt. Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, ob wir mit welchen Geräten wir kochen wollen. Ah. Gut gekämpft, mein Herr. Ach, lass das. Hä? Wir hatten eine Abmachung. Ich bin am Verhungern. Essen wir was im Halbmond? Das war nicht Teil der Abmachung. Du hast auch Hunger. Ich habe deinen Magen vorhin knurren gehört. Na gut. Ja, da. Gehört meine Tochter, als sie klein war. Ich habe aber keine bessere Verwendung dafür. Es würde besser zu dir passen. Danke, du hast also eine Tochter? Wie ist sie denn so? Still.
Is that a description or a command? Ist das eine Beschreibung oder ein Befehl? Yes. Ja. Pfanne des Stoikers. Dank Zwergenmagie können 4 angepasste Geschmacksperlen der Stufe 1 eine Geschmacksperle der Stufe 3 produzieren. Was sind angepasste Geschmacksperlen? Die gleichen halt. Also wenn ich jetzt 4 Grün nebeneinander habe, dann kommt dafür sofort ein Dreier raus. Ha. Da müsste man aber noch mehr mit Matchen arbeiten und so. Das ist schon schwierig genug eigentlich. Ich sollte wahrscheinlich an mein Abendessen denken, aber ich will einfach nur schlafen. Oh, was ist denn da los? Gib's zu, deine Familie hat vor Jahren Maradines Akademie gespendet. Sie hat dir eine Freikarte zum Sieg gegeben. Wenn du auch nur irgendwas über mich und meine Familie wüsstest, dann wüsstest du auch, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Wie viel von eurer Königsfamilie sind denn in den Brigaden? Ganz offensichtlich Vetternwirtschaft. Wenn dir etwas nicht passt, dann wende dich ans Turnierkomitee. Dort wird man beweisen, dass deine Unterstellung jeglicher Grundlage entbehrt. Dann lauf eben weg wie die Betrügerin, die du bist. Das war deine dritte Niederlage. Damit scheidest du aus dem Wettbewerb aus. Nimm es gelassen. Du kannst es die nächsten Jahre wieder probieren. Warum du? Mina. Hey, die hat Flügel. Du hast mir in die Hand geschnitten. Es tut mir leid, aber du wolltest meinen Freund verletzen. Wir müssen einen Offizier rufen. Kann uns jemand helfen? Ach du liebe Güte. Ich habe doch gesagt, dass sich da etwas Übles in der Stadt zusammenbaut. Was ist denn hier passiert? Sie hat den Dolch nach mir geworfen. Ich habe auf deinen Spieß gezielt. Es war ein Versehen. Du hast deine Waffe gehoben und es scheint nur ein Kratzer zu sein. Verbinden wir ihn. Ihr drei kommt mit mir. Im Gasthof gibt es einen Erste-Hilfe-Kasten. Was steht ihr alle hier rum? Los, weiter, sofort! Verstehe, Schiff. Du entstammst doch selbst einer Adelsfamilie. Warum dann Kirins Familie verunglimpfen? Ist deine Urgroßmutter nicht die legendäre Killen? Sie hat die Stämme der Ork durch ihre kulturübergreifende Küche geeint. Sie würde sich schämen, wenn sie sähe, wie du dich bei diesem Wettkampf aufführst. Natürlich. Alle schlagen sich auf Kirins Seite. Ich habe den Eindruck, dass du der Einzige bist, der wegen einer Herkunft einen leichten Sieg erwartet. Tatsache ist, dass es Kandidaten verboten ist, ihre Waffe in der Stadt aufeinander zu richten. Dies ist eine Sicherheitszone. Gemäß Artikel 7 der Prüfungsturnierregeln seid ihr für 2 Jahre vom Wettbewerb disqualifiziert. What? Wie bitte? Das ist verrückt. Und was dich anbelangt, Mina, selbst wenn du nur Kirin beschützen wolltest, hast du die Regeln verletzt. Du hast Schiff an der Hand verletzt. Was, wenn dein Dolch verfehlt und ein Stadtbewohner getroffen hätte? Es tut mir leid, Meisterin. Ihr hättet einen Offizier rufen sollen, um den Streit zu schlichten. Auch du bist disqualifiziert, weil du andere Leute in Gefahr gebracht hast. Nein! Gibt es keine andere Lösung? Ich verstehe den Ernst der Lage zwar, aber ich glaube, weder Schiff noch Mina wollten wirklich Schaden anrichten. Die Lage war angespannt. Es wurden Drohungen ausgesprochen. Kirin, verabschiede dich von ihnen. Morgen früh müssen sie uns verlassen. Mina, es tut mir so leid. Hör zu, alles wird gut. Gib nicht auf, Mina. Das ist übel. Holy shit. Wir sind disqualifiziert? No! Wieder zurück im Winddorf. Kannst du nicht noch einen Tag ihr nicht noch einen Tag geben, sich zu holen? Sie ist am Boden zerstört. Mina muss weiterarbeiten. Sie hat denselben Charakter wie ich an ihrem Alter, einschließlich der Schwächen. Ich stehe gleich hier, ihr beiden. Sorry,
Mimi. Tut mir leid, Mimi. Ich hab's versucht. Warum übernimmst du nicht das Vorratslager? Ich kann dir mal Kartoffeln schälen. Lieber würde ich die Kartoffeln schälen. Ich glaube, etwas Bewegung wird dir gut tun. Schnappe ein bisschen frische Luft. Na schön. Aber mach schnell, das Restaurant öffnet gleich. Und keine Windmagie und Dolche, das führt nur zu Chaos im Hinterhof. Na, tob dich aus. Das Einzige, was Chaos im Hinterhof stiftet, sind die Monster, die sich dort stapeln, seit wir auf deine Kampfkunst verzichten müssen. Saskia! Was? Ich meine es ernst. Lass es raus, Mimi. Ich würde aber sagen, wir lassen es dann in der nächsten Folge raus. Der Blind Spectator war für euch am Mikrofon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen es dann. Haut rein. Abo. Video.